Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zurück beim Stumble Around von Outer Wilds, dem DLC von Outer Wilds, Shadow of the Eye. Wir machen ja Fortschritt. Ich starte auch direkt mal rein hier ohne große Vorrede, weil wir müssen ja sowieso noch zu der Hohlwelt erstmal hinfliegen, bevor wir wieder neuen Fortschritt machen können. Ich wollte noch das, was ich in der letzten Folge nur so angedeutet habe, mal konkret zu Ende führen, nämlich denn das eine Problem, das ich bis jetzt mit dem Plot habe, wachen wir erstmal auf. So, hier wieder der vertraute Anblick. Ja, ich hatte ja gesagt, Brittle Hollow bzw. bröckliger Krater auf Deutsch ist ein bisschen ein Problem für mich. Und auch dieser brechende Staudamm auf der Hohlwelt ist genau das gleiche Problem, nämlich das Problem, dass die interne Logik dieser Welt ein bisschen beschädigt wird dadurch. Die Logik ist ja, es gibt diesen 22 Minuten Time Loop und ohne jetzt hier zu spoilern, der hat einen internen Grund. Und alles eigentlich in dieser Welt macht Sinn, was das angeht. Aber was keinen Sinn macht, ist, dass Brittle Hollow, ein Planet, den es seit Hunderttausenden von Jahren in dieser Welt gibt und dessen Mond auch seit Hunderttausenden von Jahren Lavabrocken durch die Gegend schießt, der zerfällt jetzt in diesen letzten 22 Minuten von einigermaßen intakt zu gar nicht mehr vorhanden praktisch. Warum? Wird meines Erachtens, also vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube, da gibt es keine Erklärung für. Und dasselbe Problem hat natürlich jetzt dieser Staudamm. Warum geht ausgerechnet jetzt dieser Staudamm kaputt? Aber gut, das sind letztlich Kleinigkeiten. Das beschäftigt mich halt nur deswegen, weil ich an dem Spiel das toll finde gerade, dass man eben nicht wie in einer normalen Spielarchitektur so an der Leine durchgeführt wird und gesagt kriegt, was man machen soll, sondern wirklich völlige Freiheit hat zu entdecken, worum es geht. Und das quasi so die wissenschaftliche Methode abbildet, mit der man Welterkenntnis betreibt, um jetzt mal ganz große Themen hier aufzuhängen. Also das Spiel ist ein Modell dafür, wie man als Mensch mit Modellen die Welt beherrschbar macht. Und das funktioniert halt nur, wenn das dann aber auch ein gutes Modell ist. Weil das eigentliche Problem, was wir hier haben, ist ja, wenn das ein Modell für Wissenschaft ist, Wissenschaft gibt es keinen Designer, außer man ist ein bisschen kurios drauf und Kreationist. Ein bisschen kurios, ist egal, brauchen jetzt nicht tiefer einsteigen, ich will niemanden beleidigen. Jedenfalls gibt es in dem wissenschaftlichen Weltbild keinen Designer, das heißt, alles, was ich finde, hat keinen Grund in irgendeinem Sinn. Man kann das in der Evolution, kann man da so ein bisschen drauf reinfallen, reintappen in die Falle und denken, das hätte sich jetzt aus einem Designgrund so gebildet, aber letztlich ist das ja nicht so. Und im Spiel ist es natürlich schon so, dass es ein Team von Leuten gibt, die das genau so designt haben. Da ist der Staudamm, weil das dramaturgisch irgendwie einen Sinn hat. Und insofern forschen wir genauso sehr dem Designer, den Designern hinterher, wie dem den Regeln innerhalb des Spiels. So, jetzt aber genug gequatscht hier und gucken wir mal, was wir hier an neuen Einträgen im Logbuch haben. Was wir letztes Mal entdeckt haben, ist zwei von diesen Dia-Shows. Jetzt gucken wir hier mal rein. Shows the origin of the stranger and its inhabitants and several slides have been burned cannot be viewed. Ja, das sehe ich genauso. Ah, sorry, das war noch nicht alles. Hier haben wir noch ein neues Fragezeichen. Sealed Vault. Sealed Vault. Ich weiß nicht, was Sealed Vault. Slide. Ah, achso, doch. Das ist dieser Container, in dem es grün geleuchtet hat, der dann zugemacht wurde mit einem Schloss drum. Strange Vault being closed and sealed with chains. Interessanterweise. Ich habe nur eine gesehen. And a glowing symbol. Okay, ja. Und dann haben wir hier noch auf Cinder Isles irgendwas Neues angeblich. Ach nein, ich glaube, der Stern bedeutet einfach nur, dass wir da noch nicht alles gesehen haben. Und genauso bei River Lowlands, das Motto Explore hier. Okay, gut. Wir haben nicht viel neue Einträge, aber... Oh, jetzt müssen wir noch... Ist die noch da? Sonst muss ich gleich nochmal... Nee, die scheint verloren zu gehen zwischen Spielständen. Okay, dann muss ich nochmal schnell hier an den Computer... damit wir das Ding auch finden. So, jetzt müsste es markiert sein. Okay, los geht's. Jetzt ist Timber Hearth im Weg, aber kriegen wir hin. Fliegen wir drumherum. Okay, markieren, Autopilot. Ja, wir wissen... Das Auge des Universums hat ein Signal ausgesandt, entweder absichtlich oder irgendwie durch andere Dinge, die passiert sind. Das Problem hatten ja die Nomai, glaube ich, auch schon. Die Nomai sind ja in unser Sonnensystem gekommen, weil sie dieses Signal empfangen haben und haben dann spekuliert, war das Absicht vom Auge oder ist das einfach nur ein Naturphänomen? Das wissen wir nicht.
Offenbar ist es diesen Leuten hier genauso gegangen. Denen, die diesen Stranger gebaut haben. So, jetzt versuche ich hier mal diesmal nicht vielleicht. Wäre ja eigentlich besser, wenn man nicht das Raumschiff ruiniert beim Landen. Und wir sind ja erfahrene Space-Piloten. Da kriegen wir schon hin. Ja, gut. Hätte jetzt noch ein bisschen sanfter sein können, aber muss ich nicht klagen. Und rein geht's. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder am zweiten Eingang. Ja, es geht nach unten. Allmählich macht alles Sinn. Das heißt, wir kommen jetzt wieder an diesem Strand raus. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die anderen beiden Dia-Rollen an. Der Strand ist natürlich direkt am Staudamm. Aus irgendeinem Grund habe ich das bei der letzten Landung gar nicht gesehen. Und da hinten ist auch eine Treppe. Eigentlich wollte ich jetzt zu dieser unteren Location, wo die zweite Dia-Show ist, weil ich davon ausgehe, dass auch da, da gab es ja auch so einen Raum mit diesen Bildern und die werden wahrscheinlich auch mit Laternen beleuchtet sein. Das heißt, wir haben auch da alles, was wir brauchen. Aber die Treppe da hinten ist jetzt natürlich auch sehr verlockend. Ich glaube, wenn wir schon mal da sind, machen wir dann mal was ganz Neues. Und gucken mal, wie weit wir da nach oben kommen. Ja, das ist der Staudamm. Der wird ja auch irgendwann kaputt gehen. Vielleicht können wir auch kurz bevor der kaputt geht, dann das Floß nehmen und das mit den Dias erledigen. So, ja, das kennen wir schon. Tür auf. Okay, das ist einfach nur ein Floß. Ach, ist das vielleicht einfach der andere? Okay, das ist natürlich... Ah, sehr schön. Dann haben wir jetzt zumindest diese beiden Dinge zusammengesetzt. Das heißt, beide Eingänge kommen hier direkt am Staudamm raus. Das haben wir bei dem hier nur nicht gesehen, weil wir ja da in diesem dunklen Raum tatsächlich das betreten und dann unten rausfallen. Und dann ist hier aber zu viel Strömung, als dass wir zum Staudamm direkt hin könnten. Das scheint aber auch gar nichts zu bringen, wenn man da eh nicht reinkommt. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Frage geklärt, wo die beiden Eingänge sind. Die sind tatsächlich einander direkt gegenüber. Ja, jetzt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in dieser Folge nicht auch noch zu sterben wieder. Mal gucken, ob es klappt. So, hier ist Geistermaterie. Ist das... Hier sind auch noch mehr Häuser. Ach ne, das ist wahrscheinlich... Ich bin jetzt desorientiert. Ich versuche mal jetzt zu landen. Das geht gar nicht so leicht. Ja, okay. Also hier ist die Brücke. Ich glaube da... Das ist der Raum mit dem Dia-Projektor. Na gut. Wir behalten uns jetzt mal den Plan. Und gehen an die Stelle, wo wir bei der ersten Folge gelandet sind. Oh, hier ist Whitewater. Okay, finden wir auch mal raus, ob die Kloster auch kaputt gehen können. Also, wie ich das Spiel einschätze, ist die Antwort wahrscheinlich ja, aber vielleicht nicht ganz so leicht. Okay, hier sind wir jetzt. Hier sind wir jetzt zum ersten Mal bei Niedrigwasser. Gucken, ob wir diese Plattform hier erreichen. Okay. Also, dann würde ich sagen, ist das doch ein guter Plan für diese Runde. Wir sehen zu, dass wir eine Laterne finden und diese Dia-Show angucken. Und dann scheint es ja noch viel mehr Gebäude zu geben, die beim letzten Mal alle umgestürzt waren wegen der Flut. Die sind jetzt begehbar. Ja, da oben ist schon mal eine Laterne, aber ich nehme mal an, wir können... Ja, hier liegen auch jede Menge rum. Ist auch lustig, ne? Ich war hier ja drin. Ich war bei einem anderen Bilderraum und es hat ziemlich lang gedauert, bis ich entdeckt habe, dass da Laternen stehen. Was man nicht erwartet, sieht man nicht. Okay, jetzt mal kurz orientieren, weil die waren alle umgeknallt. Das müsste der Raum mit dem Diablo sein. Ich jetzt nicht mich völlig... Ja. Okay. Das heißt, hier sind die... Diese Dia-Projektorrollen sind im Keller. So, einmal die Laterne rein. Licht an. Wie kommt man in den Keller? Genau, hier gibt es eine Treppe. Und dann nehmen wir eine mit. Und dann wird jetzt natürlich... Ne, das ist eine andere. Ich dachte gerade, da wäre auch eine Laterne, aber das ist offenbar eine andere. Das heißt, wir haben das alles richtig gemacht. Wir sollen die offenbar da abholen, in diesem Bilderrahmen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier einfach... Okay, das kann natürlich sein, dass das dieselben Dia-Shows sind, aber an anderen Stellen kaputt. Ne, okay, ist eine andere. Also das sieht sehr ähnlich aus, ist aber, nee, ist doch anders, weil bei der ersten, letztes Mal war ja der Planet mit dem Ring drum in der Mitte und jetzt hier ist das Auge
in der Mitte. Die anderen Symbole sind aber gleich. Gucken wir mal. Okay, man zeigt auf das Auge. Was ich übrigens beim letzten Mal beim Ansehen des Videos gemerkt habe, ist, ich sage nicht dazu, in welche Richtung ich hier scrolle. Das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen, ich versuche das jetzt mal ein bisschen systematischer zu machen. Wir gehen jetzt immer nur nach vorne, außer ich sage was anderes. Also, da ist das Auge. Da sind drei Gewäulen, die das Auge betrachten. Eine Gewäule geht von der ersten zur zweiten Gewäule. Die unterscheiden sich in der Farbe ihrer Ponchos. Und er hat einen Stab in der Hand. Übrigens auch nochmal lustig bei der letzten Folge. Die Gewäule saß an einem Gerät, durch das man ferne Sterne sieht. Und dann mit Licht. So. Und was ist meine... Mein Name dafür ist Mikroskop. Ich bin Wissenschaftler, ich kann sowas. Ja, das ist offensichtlich ein Teleskop. Das hier ist ein Ding, ein Stab, ein Leuchtstab, ein Laserpointer vielleicht. Ja, okay, vielleicht ist das die Entsprechung zu unserem... Wir brauchen ja auch noch ein Tool, mit dem wir die Schrift dieser Gewäulen übersetzen können. Vielleicht ist es das. Jetzt hat er das abgescannt und jetzt guckt er blöd. Seine Augen verengten sich zu misstrauischen Schlitzen. Jetzt leuchtet es in seinen Augen. Und jetzt hat er wieder eine Idee. Das hatten wir auf dem anderen schon gesehen. Die Idee ist, aha, da ist das Auge des Universums. Da zeige ich drauf. Und jetzt hat es so rote Spitzen bekommen. Jetzt wird es ganz rot. Ist das die Nova-Explosion, die Supernova-Explosion der Sonne? Vielleicht? Nee, das ist aber das Auge. Die Sonne ist noch in Ordnung. Das Auge wird rot und explodiert und sendet einen großen Puls aus, der alles auslöscht oder irgendwie grisselig macht. Oh, ich gehe mal jetzt zurück. Okay, vorher sind das alles Planeten mit ihren jeweiligen Farben, dann kommt der rote Puls, hinterher ist alles so irgendwie graues Asche, ist verbrannt vielleicht. Und verbröselt dann. Okay, das klingt nicht so gut. Das Auge kann also Materie verbrennen und zerbröseln. Die Gewäule, die die Idee hat, falls das ist, was diese Symbolik bedeuten soll, zerbröselt auch. Okay, die Frage, die wir uns alle gestellt haben seit Anfang dieses Stumble-Arounds ist, haben Gewäulen ein normales Skelett? Die Antwort ist ja. Wir können eigentlich abbrechen an der Stelle. Das wäre geklärt. Dann fällt sie um und dann bleibt der Schädel liegen. Ah, jetzt vergeht sehr viel Zeit. Oh, ist das wirklich passiert? Ist das vielleicht gar keine Idee, die der hat, sondern ist das irgendwie, was er mit seinem Scanner gerade erfahren hat, dass das Auge das schon mal gemacht hat, also einen Puls ausgesendet, der im ganzen Universum alles umbringt und nur die Knochen übrig lässt? Okay, er guckt unzufrieden. Das gefällt ihm nicht. Also entweder ist das eine Gefahr, die droht, oder es ist was, was schon mal passiert ist und vielleicht wieder passieren kann. Er ist auf jeden Fall beunruhigt. Oh, er ist sehr... Ich erhöhe. Er ist sehr beunruhigt und ich will sehen. Okay, wir sind durch, glaube ich. Ah, nee. Das hat ihn erschüttert. Da fällt ihm direkt das Ding aus der Hand. Okay, man ist nett zueinander bei den Gewäulen und man hat 6 Finger. Nee, ich kann nicht zählen. Man hat 5 Finger, aber 2 Daumen. Also interessanter Fehler. Ja, 5 Finger, 2 Daumen. Wichtig, merkt euch das. Schreibt's auf. Okay, das scheint mir jetzt in Richtung auf Entschlossenheit hinzugehen. Das ist ja bei den Gewäulen so, wenn die beiden Daumen so zwischen die Finger, dann ist besonders viel Entschlossenheit. Gründen jetzt eine Gewerkschaft gegen das Auge, glaube ich. Ich höre auch so ein bisschen Dramatik in der Begleitmusik. Mal sehen. Okay. Ein Gebäude mit dem Auge des Universums obendrauf. Das liegt ja heutzutage, liegt das ja innen unten. Ich vermute mal, dass dieses Gebäude jetzt gleich nicht gut behandelt werden wird von den Gewollen. Ja, so ist das auch. Die zünden das an mit Feuerwehrschläuchen? Naja, Außerirdische. Was willst du machen, ne? Also, okay. Das Gebäude brennt, weil sie mit Feuerwehrschläuchen drauf gespritzt haben. Verkehrte Welt. Und
dann fällt das Auge runter. Das Gebäude kennen wir also. Das ist das, wo die Sauerstoffflasche bzw. die Treibstoffflasche liegt. Und die Musik sagt, macht das nicht nach zu Hause, Kinder, zündet keine Kirchen an. Also sagt mir die Musik. Ich weiß nicht, was. Vielleicht, wenn ihr sie rückwärts abspielt, hört ihr auch das Gegenteil. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja, okay. Und dann ist nicht nur die Kirche verbrannt, sondern auch der Film wieder. Jetzt passieren wieder Dinge, die wir nicht wissen dürfen. Und dann sind da zwei Gebäude. Ich gehe nochmal zurück. Ist aber nicht zu erkennen, worum die da, was die da, was steht da, weiß man nicht. Gut. Gut, 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 alles kaputt. Also die Idee bei der letzten Folge war ja, die Gewollen sind irgendwie Jünger des Auges und sind hier hingekommen, so wie die Nomai, um das Auge anzubeten. Es klingt jetzt aber nach dem genauen Gegenteil. Die haben einen Hass aufs Auge und möchten dem Auge gern das Auge ausstechen. Ich weise nochmal darauf hin hier, auch in diesem Bild unseres Sonnensystems hat Giant Steep wieder den Quantum Moon oder einen anderen Mond. Das ist ja insofern merkwürdig, als der bei uns, also im Spiel, jedes Mal woanders ist. Kann um jeden der Planeten kreisen. Hier ist er jetzt immer an Giant Steep, aber mal gucken. Okay, jetzt vergeht Zeit. Der Stranger, also diese Hohlwelt kommt an, oder diese Ringwelt kommt an. Und schaltet das Versteckfeld ein. Okay. Das geht alles sehr schnell übrigens, weil die Planeten bewegen sich ja fast gar nicht. Die sind ja total schnell. Also das ist alles in Minuten, innerhalb von Minuten ist das passiert. Passt aber auch sehr gut zum restlichen Universum, das ja auch so ein bisschen Spielzeugcharakter hat. So, jetzt bin ich Nummer 1 zurückgegangen, weil das scheint das letzte Bild dieser Rolle zu sein. Wir erfahren aber nichts Neues. Also wir haben jetzt erfahren, die sind wütend aufs Auge und die sind dann hier hingekommen. Und dann holen wir uns nochmal die zweite Rolle, solange wir noch Zeit haben. Achso, ne. Geht's nicht da oben raus, sondern hier unten runter. Und solange hier noch nicht jetzt der Staudamm alles überflutet hat, können wir auch noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Eine dritte vielleicht? Ne, es bleibt bei zwei Rollen. Es reicht dann auch irgendwie mal. Ich finde ein bisschen nervig, dass man hier so viel Filmchen guckt. Eigentlich wollen wir ja in dieser Welt uns bewegen. Oh, jetzt passiert irgendwas. Ich glaube, das ist der, also dieses Geräusch haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist möglicherweise der erste Schritt zum einbrechenden Staudamm. Oder ist es nochmal irgendwas anderes? Es klingt auch so ein bisschen so, als wäre das das, was an dieser Seite da diese Rotation auslässt. Aha! Gut. Wir haben eine Rolle hier, eine Dia-Rolle, die uns jetzt den zweiten dieser Kreis, das zweite dieser Kreissymbole erklärt. Das erste war ja, was das Logbuch vorhin auch gesagt hat, dieser Safe, in dem irgendwas Grünes eingeschlossen wurde. Das zweite sind jetzt mit zwei Kreissälen. Jetzt gucken wir mal, was wir darüber erfahren. Es geht immer noch um Kreise. Der Kreis ist in dieser Zivilisation offensichtlich eine zentrale Gottheit. Es fängt wieder dunkel an, so war das bei der anderen Rolle ja auch. Die Gewäule kommt aus der Dunkelheit. Okay, diesmal sehen wir nicht den Safe, sondern gleich dieses andere Gerät mit den zwei Löchern. Da wurde letztes Mal oben ja ein Feuer, passiert wieder genauso, wird ein Feuer angezündet, dann leuchtet es unten. Da ist der Safe und ich vermute mal, es kommt die zweite Kette da drum. Ja. Also es macht alles irgendwie folgerichtig Sinn, ne, wenn wir darüber reden, Modelle und wie verstehen wir die Welt. Nochmal, wir haben ja natürlich auch Designer, die uns diese Welt vordesignt haben. Aber das ist alles so wie erwartet und das Erwartete ist natürlich dann nicht überraschend. War es das schon? Oder... Ja, ich glaube, das war's schon. Die ist relativ kurz. Okay. Also, wir haben ein Schloss, Siegel, wie auch immer, mit diesem einen Interferenz, oder ist kein Interferenzmuster, ist ein Ferenzmuster. Also mit diesem einen Muster von sich ausbreitenden Kreisen. Und dann haben wir das zweite Schloss oder Siegel mit zwei sich ausbreitenden Kreisen. Das wird wahrscheinlich, müssen wir dieses Ding aufmachen. Vermute ich mal. Oder wir müssen es zulassen. Aber wir müssen auf jeden Fall probieren, ob wir es aufkriegen und gucken, was dann passiert. Vielleicht passiert dann ja auch was Furchtbares. Aber das müssen wir wohl rausfinden. So, jetzt gucken wir mal noch, wie viel Zeit wir noch haben, bevor hier alles überflutet wird. Es gibt ja hier auch noch diese anderen Gebäude. Wir gehen jetzt mal nach da drüben. Das ist, glaube ich, eins, was unter Wasser war, als wir hier zuletzt waren. Hops, hops, hops. Bisschen schneller.
Okay, was haben wir hier? Eine Treppe. Sehr interessant. Eine Weltraumtreppe. Die Implikationen allein davon. Okay, ist ein bisschen weird. Sieht nach einem Bildersturm aus. Jemand hat das Gesicht dieser gewollte Person ausgekratzt. Wir wissen ja schon, dass sie die Kirche angezündet haben. Oh, guck mal, hier wäre auch eine Laterne gewesen. Vielleicht ist das irgendwie der Priester des Auges, der da ausgekratzt wurde. Also Priester sage ich jetzt, weil das ja so ein bisschen wie eine Kirche aussieht. Wir wissen ja eigentlich noch nichts. Es gibt ja auch keinen Text. Okay, hier ist der Turm. Ja. Ist jetzt keine neue Information. Nehmen wir nochmal mit, wenn wir schon mal da sind. Haben wir noch was, wo wir rein können? Wir können natürlich den Turm auch nochmal angucken. Ja, dazu müssen wir uns mal einen Schuss. Ups, jetzt geht es hier oben auch weiter. Nicht so richtig. Okay, dann gehen wir doch mal in den Turm rüber. Was macht der Staudamm? Na, das sieht nicht gut aus. Wenn wir mal den Ingenieur anrufen. Leider haben wir das Telefon noch nicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht. Das ist ja das andere, was ich schon irgendwie angedeutet habe. Ich bin so ein bisschen verwundert, dass wir hier keine große Dringlichkeit bekommen. Im Hauptspiel geht es ja um die Wurst, ums Ganze, um alles. Das Universum, die Sonne explodiert, die Stakes könnten nicht höher sein. Und hier bricht bis jetzt einfach nur der Staudamm. Das ist natürlich auch dramatisch. Vielleicht sollen wir das aufhalten, keine Ahnung. Wir sehen noch nicht wie, weil wir kommen ja, die Eingänge sind ja ganz da oben. Also übrigens können wir uns nochmal versuchen zu orientieren. Das ist dann wohl diese andere Siedlung, wo die anderen Diaprojekte, obwohl da ist auch nochmal eine Brücke. Ja, also vielleicht gibt es da auch noch eine zweite Siedlung, die wir noch nicht angeguckt haben. Das müssen wir nochmal in Ruhe die Landschaft auch erkunden. Es gab ja auch irgendwo diese Geistermaterie, die im restlichen Spiel immer irgendwas abgeblockt hat, wo man hin können, wollen, könnte, wollte. Oh, was macht der Staudamm? Ich habe das Gefühl, die Strömung wird auf jeden Fall schon stärker. Es wird gleich wieder krachen. Haben wir jetzt hier alle Gebäude durch? Wir waren da drin, wir waren da drin. Hat das hier ein unteres Geschoss noch? Ja, hat es. Okay. Legen wir mal die Laterne hier auf den Stuhl für später. Hier gibt es aber auch nichts. Es gibt noch ein Untergeschoss. Hier gibt es noch weniger als nichts. Geräusche werden intensiver. Ich glaube, lang geht das nicht mehr gut. Da ist noch die kaputte, verbrannte Kirche des Auges. Da könnte natürlich jetzt unten am Strand noch was sein. Das war ja alles völlig überflutet. Wir könnten hier mal unseren Treibstofftank hier auffüllen. Das gibt es ja hier angenehmerweise. Vielleicht können wir auch. Atemluft brauchen wir ja eh nicht. Das war nicht mitgedacht. Hier ist ja angenehme, atembare Luft. Ist auch convenient, aber das ist in diesem Spiel ja eh convenient, dass Bäume Luft produzieren. So, jetzt ist noch die Frage, wollen wir versuchen, entlang der Strömung weiter vorzustoßen, solange das noch nicht überflutet ist? Das wäre doch vielleicht auch ein Versuch wert. Ah, da komme ich nicht rauf. Müssen wir zu Fuß gehen? Das ist zu hoch. Weil die Möglichkeit ja besteht, dass dieses elektrische Feld, in dem ich da gestorben bin, überhaupt nur aktiv wird, nachdem der Staudamm gebrochen ist und der Wasserspiegel so stark ansteigt. Also vielleicht kommen wir da jetzt durch, solange das noch nicht passiert ist. Da müssen wir uns aber beeilen, weil wir einen Wettlauf gegen die Zeit haben. Also, ab mit der Strömung. Das jetzt hier die richtige Strecke ist wieder Whitewater. Ah, hier kommt noch was. Hier kommt noch was. Wir können noch was erkunden.
Über die dramatische Musik. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Oder eher. Nein, nein, nicht vorbei, nicht vorbei, nicht vorbei. Ich will da hoch. Komm mal. Ja, geht doch. Das wird natürlich wahrscheinlich gleich alles unter Wasser gesetzt. Oh, da sind die Kabel. Guck mal an. Also wahrscheinlich. Ja, ist wie ich dachte. Diese Kabel da sind vermutlich Strom für. Und jetzt, wo der Staudamm bricht, sind die gleich unter Wasser und dann kommt man da nicht mehr durch. Der Staudamm bricht jetzt oberhalb von uns. Das heißt, wenn das Ganze physikalisch irgendwie Sinn hat, müsste eigentlich jetzt hier der Wasserspiegel erstmal fallen. Sehe ich allerdings nicht. Naja, wir gucken mal, was wir eigentlich gefunden haben. Hier war ja irgendwie auch noch ein Gebäude. Wie gesagt, wird vielleicht jetzt auch gleich unter Wasser gesetzt. Aber gut wäre, wenn wir hier nochmal schnell einen Logbucheintrag aktivieren könnten. Oh, hier ist gar nichts. Nur eine Brücke. Oh oh. Oh oh. Ja. Also, die Flutwelle ist jetzt durchgerauscht. Ach, wir haben uns vorgearbeitet bis zu einem dieser beiden Tunnel, die wir von unten auch schon mal gesehen haben. Wir sind jetzt fast einmal rum. Da sind ja die Eingänge unterhalb vom Staudamm. Ist gar nicht so groß insgesamt. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da drüben rein? Weil das wird mein Jetpack nicht leisten können. Es kann natürlich sein, dass wir uns da diese treppenartigen Abschnitte hoch katapultieren können. Ich kann auch mal versuchen mit Schmackes Anlauf, aber das wird nicht reichen. Das die Strömung ist auch viel zu stark. Ich kann mich da gar nicht halten. Das treibt mich weg. Ja gut. Da müssen wir in einer der nächsten Folgen zusehen, wie wir zu dem Gebäude da hinkommen. Jetzt sind wir dann tatsächlich bald einmal rum. Aber hier können wir vielleicht noch landen. Hier sind auch noch Gebäude, die wir noch nicht kennen. Das ist jetzt der Teil, das habe ich in der vorigen Folge auch schon mal gesagt, der bis dieser Staudamm bricht, natürlich unter Wasser ist. Das ist jetzt ganz cool. Dann kriegen wir jetzt hier richtig was erforscht. Alles kaputt und verrottet, weil es unter Wasser war. Okay. Aber es sieht auch ganz gut aus, dass wir hier mal die Loop tatsächlich bis zum Ende durchziehen können. Wenn wir jetzt nicht noch an irgendeinem blöden Unfall sterben. Ja, sehr schick. Hier dieser Seitenbereich. Wir haben noch irgendwo die Frage, was das für ein Geräusch ist. Aha, hier hängt eine Statue an Ketten im Wasser. Nee, das ist nicht eine Statue, das ist diese Vault. Das ist das Ding, in dem, was auch immer da eingesperrt worden ist, eingesperrt liegt. Vielleicht ist es Cthulhu. Weil ja irgendwie auch Gerüchte mir irgendwie... Ich habe ja nichts mir vorher angeguckt, aber gar nichts konnte ich nicht gucken. Und irgendwie hieß es, das hätte so ein bisschen Horrorkomponente. Davon sehe ich bis jetzt noch gar nichts. Also ich rechne damit, dass da ein Tentakelmonster rauskommt irgendwann. Ansonsten bin ich enttäuscht. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Tür. Allerdings eine Tür ohne Verschlussmechanismus. Okay. Rotate ab da. Ach du Scheiße. Okay, wir haben einen fünfstelligen Code, den wir eingeben müssen, um diese Tür aufzumachen. Vermute ich mal. Rotate left, right. Ja, wir können... Ach du liebes bisschen. Okay, wir können schon mal merken, die Symbole, das ist ein Ringplanet, eine Sonne, ein Ding, Vierzack, ein Fernseher, eine Flamme, eine Sichel, ein Halbmond, ein abnehmender, Dingens, fast Vollmond. Das sind viele. Und davon fünf. Gut. Das Symbol da oben ist ein Schrimp. Ein Weltraumschrimp. Der Weltraumschrimp der Gewollen. Um den zu befreien, brauchen wir ein Symbol. Was ist hier los? Ja, jetzt habe ich mich möglicherweise hier
gefaselt. Und da komme ich wahrscheinlich noch raus. Ja. Kann man durch. Da kann man natürlich mal einen Scout reinschießen. Ha, vielleicht sehen wir da natürlich auf dem Scout-Foto. Ach, guck mal an. Da ist das Symbol vom Eingang. Wo ist da der Code? Also nicht. Ich möchte es gerne oben drauf schießen. Ich glaube, so sehe ich jetzt den Schreibtisch auch nicht, richtig? Nee, das sieht nicht gut aus. Ja, für die, die die Mechanik nicht kennen, man kann diesen Scout ja hier durch die Gegend schießen und dann die Kamera drehen, mit der man die Bilder macht. Also wir müssen den irgendwie an die Hinterwand kriegen. Dann muss man vielleicht ein bisschen höher schießen. Das könnte jetzt gut sein. Yeah. Okay, es hilft uns aber nicht. Das ist kein Code. Was ist das? Nee. Ah! Ha! Hello. Okay, das ist ein bisschen klein. Ja, besser. Das ist interessant, weil dieses Augesymbol habe ich da gar nicht gesehen. Sonne, Auge, Feuer, Auge, Feuer. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass die unteren gar nicht dieselben Symbole haben wie die oberen. Also wir merken uns Sonne, Auge, Feuer, Auge, Feuer und gucken mal, ob die Zeit uns noch reicht, das auch mal gleich auszuprobieren. Ich will auch wieder rauskommen. Ja, rauskommen klappt schon mal sehr gut. Okay. Also, Sonne, Auge. Ist das vielleicht das Auge? Feuer. Auge. Feuer. Let's go. Ha! Ja. Yeah. So soll das sein. Okay, was haben wir hier? Treibstoff, sehr gut. Nehmen wir ein kaputtes Bedienelement. Spannend. Jetzt sind wir in dem Raum, in dem unser Scout noch steht. Hallo Scout. Komm zurück. Komm zurück. Bilder von Gewäulen. Okay, die sind, scheinen offenbar ein bisschen größer zu sein als wir, weil hier ist alles ein bisschen überdimensioniert. Man kann auch gar nicht auf den Tisch gucken. Also mal drauf springen. Was hier eigentlich los ist. Okay. Ich höre die Sonne explodieren. Also hier ist... Der Weltraum, der Shrimp hat keine Verbindung vielleicht oder keinen Strom. Und hier ist auch irgendwas abgeschaltet. Und was ist das? Das ist die Ringwelt. Ja, das ist eine Seitenansicht der Ringwelt. Ich vermute mal, dieses Ding da, das haben wir ja auch schon in dem letzten Diashow gesehen, das, was so grün erleuchtet wurde, das wird der Antrieb sein. Das heißt, das ist die Vorderseite. Wir haben also aus der Vorderseite diesen Weltraum-Shrimp geschossen und haben den Kontakt zu ihm verloren. Und hier würde man wahrscheinlich sehen, was der Weltraum-Shrimp sieht, wenn wir Kontakt hätten. Und hier ist irgendwie vielleicht ist das die Energiequelle. Nee, das sieht wie so eine Bedienkonsole aus und die ist kaputt. Vielleicht ist das einfach die hier oben. Ich würde nämlich sagen, die ist ziemlich kaputt. Okay, aber wir haben es gleich geschafft. Das Ziel für die Folge ist erreicht. Wir sterben in einer Supernova. Da drüben ist auch nochmal ein Gebäude. Da kommen wir aber, glaube ich, jetzt auch nicht hin. Ich meine, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt hat die Musik schon aufgehört. Jetzt macht es gleich Kavum. Und die Welt geht unter. Ja, dann haben wir es wieder geschafft für heute. Schönen Fortschritt gemacht. Vielleicht können wir auch noch schnell in dieses Gebäude einen winzigen Blick reingucken. Werfen, gucken, Blick reingucken, Blick reinwerfen. Laternen. Gib mir Laternen. Noch ein Diaprojektor. Okay. Okay, then. Das ist unser nächstes Ziel. Ah, shit. Allmählich geht uns echt die Zeit aus.
Okay, das war jetzt eine. Das sah jetzt nicht aus, wie das normalerweise aussieht, wenn die Supernova explodiert. Es kann natürlich sein, dass der Stranger vielleicht außerhalb der Reichweite. Nee, aber so weit weg ist er ja nicht. Möglich ist auch, dass die Loop endet, wenn man diese Tür aufmacht im Moment. Das war jedenfalls merkwürdig. Das war eben kein Tod in der Hitzewelle der Supernova. Wie dem auch sei, wir haben großen Fortschritt gemacht. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ich vermute mal, da sind auch noch irgendwo Dia-Rollen. Da erfahren wir dann noch mehr über diese Welt. Und da ist wieder die Explosion im Orbit über Giant's Deep. Wir verbrennen wieder einen Marshmallow. Auspusten. Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.